Ja, moin moin liebe Leute, hier ist wieder euer Agrarservice und ja, weiter geht's hier mit dem S15 hier auf der Tortenfarm und ja, wir sind hier immer noch voll in der Gänge. Wir sind ja eigentlich noch ein Gerstedreschen gewesen, aber jetzt ist mir leider vorhin der Drescher kaputt gegangen. Voll Scheiße. Ja, und jetzt können wir erstmal nicht weiter dreschen. Ja, und jetzt ist William da gerade noch bei beim Drescher, guckt sich das nochmal an, ob er das nochmal irgendwie wieder fertig kriegt da, ne? Wenn er gar nicht geht, dann muss er an der Werkstatt. Aber wie das so ist, ne? Das dauert ja auch dann in der Werkstatt, bis er dann wieder fertig ist, ne? Weil die haben ja auch jetzt genug zu tun da in der Werkstatt, ne? Ist ja im Sommer so, kommen die da ja alle und dann brummt der Laden da, ja. Und ja, müssen wir mal gucken, wie wir da eben machen, ne? William ist ja jetzt noch zu Gange. Ich habe mir jetzt erstmal die Mähwerke hinter einem MF geklemmt. Muss ja auch noch hier ein bisschen Gras gemäht werden, ne? Sagte William ja auch. So, dann mache ich das jetzt erstmal. Bis das Ding wieder heile ist oder wenn wir es heile kriegen oder. Ne? Muss ich ja hier mal erstmal, weil das ist ein bisschen Mist. Oh, eine Scheiße. Und die nächsten Tage haben sie auch noch Regen gemeldet, ey. Kannst du vergessen. Nicht? Und morgen, dann sind wir ja auch alle nicht da. Geht's ab zu Eurotier. Der William, der wollte auch wohl ganz gerne hin. Der wollte sich das da mal angucken. In Hannover. Und, ja. Aber müssen mal gucken. Oder William sagte auch schon, Kumpel von ihm, der ist Lohner. Nicht? Der wollte den nochmal fragen, ob der vielleicht eventuell dann nochmal mit seinen dicken Case-Drescher dann vorbeikommen könnte. Und dann, dass er eben runterdreschen könnte, aber du, der muss auch erstmal Zeit haben, ne? Der hat bestimmt auch genug zu tun jetzt gerade, ne? Da ist ja so im Sommer dann Dreschen und so, da läuft der Laden, naja, bei Lona da, ne? Das ist so. Und heute Abend dann geht's ab nach Hannover. Dann erstmal Hotel, gehen wir da ins Hotel. Wir pennen dann da eine Nacht und dann an einem anderen Tag, dann geht's wieder ab nach Tortenfarm. Dann Wochenende bin ich dann auch noch hier und dann am Wochenende geht's wieder ab nach Kleinneuburg. Geht's wieder ab in der Heimat. Ja. Kleinen Neubau, da haben wir auch noch einiges zu tun. Da wollte ich auch noch mal ein bisschen Gras mähen da. Die Wiese da hinterm Haus, wollte ich auch noch mal rein, einmal durchmähen. Ne? Dass die Kühe dann nachher wieder drauf können. Einmal abmähen und dann wieder neu düngen und so. Da ist ja überall Unkraut zwischen den ganzen Farms da. Oder Werk da. Da haben wir auch noch einiges zu tun. Ich wollte ja auch noch meinen Nachbar da anrufen, den kleinen Neudorf, wie der da läuft. Ne? Der guckt ja jetzt nach den Tieren und den ganzen Krams da. Und macht da gut tun. Der hilft mir auch zwischendurch mal. Ne? Kommt da an, ja, kann ich dir helfen und solche Sachen. Ne? Der interessiert sich da auch gut für. Ne? Macht er da ordentlich, da kann ich mich auch drauf verlassen. Wenn dann was ist, ne? Ich brauche dann nur ihm Bescheid sagen, dann kommt er. Ja, ich mach das gut. Als ich hier hingefahren mit der Tuanten, ne, da sagt er auch, ja, ich mach das gut, kein Problem. Das ist dann ja auch gut, ne? Also William, der wollte mich anrufen, wenn das Ding wieder fertig ist. Der Drescher. Er hat gesagt, ja, rufe ich dich an, dann kommst du wieder, dann lässt du den Raster alle liegen und dann machen wir hier jetzt weiter. Und die Gerste ist jetzt erstmal wichtiger, ne? Wenn das hier mit dem Rast so, das ist erstmal nicht so halb so wild. Die Kühe haben wir jetzt ja sowieso erstmal nicht, ne?
ihren Toren oder William erstmal nicht. Das ist ja dir erstmal egal, was jetzt geht. Das sind ja noch seine Wiesen, du musst ja auch mal mähen und Kram. Genau. Aber William sagte ja letzte Folge schon, der war ja schon am Überlegen, ob er sich vielleicht wieder Kühe holen wollte. Ne? Müssen wir mal gucken. Also er muss sie dann ja melden, das kam von ihm dann so rüber, ja, bleibt dann hier in den Toren. Ne, sicherlich nicht. Zwischendurch kann ich wohl mal vorbeikommen, ne, aber jetzt hier, dann jeden Tag die Toren, ne? Ich habe ja meinen Hof in Klein-Neudorf noch, den gebe ich auch nicht ab. Ne. Da sagt William, ja, da ist ja nicht viel, 18 Hektar, ja, gut. Reicht. Und für mich reicht halt 18 und da. Dann will ich auch nicht verkaufen. Das ist ein schöner Hof da in Klein-Neuburg. Ihr seht ihr die Tage auch nochmal den Hof da. Ich habe da jetzt, im Moment habe ich da jetzt 20 Kühe. Ich hatte sonst immer 40 Kühe, aber mir ist vor 6 Jahren ist mir das Haus abgebrannt. Mitsamt Diele und dem ganzen Kram und auf der Diele, da standen auch noch mal ein paar Viecher. Ja, und Diele ist jetzt futsch. Nochmal 20 Viecher weniger. Aber ich wollte jetzt auch bald da nochmal so einen kleinen Stall da wieder hinsetzen. Ne? Und dann vielleicht 40 Kühe oder 60 oder was. Wollte ich da oben melden. Ich meine, von 20 Kühen, ja, kannst du ja nicht von leben. Heutzutage geht das Ganze ja nicht mehr. Im Frühjahr auch, da konntest du von 20 Kühen gut leben. Dann noch ein paar Schweine und dann lief das. Ja. Heutzutage, da, wenn du 40 Kühe hast, oder was, da reicht das schon, du brauchst ja schon fast 100 Kühe, damit du da überleben kannst. Hat sich alles so geändert, die Landwirtschaft. Ne, oder auch mit den Schweinen. Ne? Früher, da durften die Schweine ja auch alle noch auf der Wiese rumlaufen. Ne? Heutzutage darfst du das ja gar nicht mehr. Heutzutage siehst du das ja gar nicht mehr. Früher, da war das ja, hatte ja fast jeder Bauer, der hat Schweine auf der Wiese laufen. Oder auch Kühe, ne? die sind ja auch immer draußen, ist heute auch nicht mehr. Hier mein Nachbar jetzt in Real Life, ne? Der hat da noch ein paar auf der Weide laufen. Im Sommer mal, nicht? Aber sonst siehst du das hier auch nicht mehr. Kühe und Rinder, die hat er da drin. Ich stehe da halt im Boxenlaufstall. Ja, das ist alles so. Das ist alles so ein Berg. So, aber das wäre auch fertig. Wenn William jetzt noch nicht anruft, dann gehe ich aber eben nochmal mit dem Schwadder drüber. Dann wäre das auch schon mal fertig. Und dann nachher noch mit dem Ladewagen einmal drüber und dann fertig. Oder wir machen eine Heube einfach. Dann muss ich nochmal mit William schnacken, wie der das gerne haben will. Muss er ja entscheiden, das ist ja sein Hof hier. Da kann ich ja nicht zu entscheiden. Du musst den Rasen ja auch noch mähen, genau. Sollte ja auch noch gemäht werden. Sagte William, hier sind die ganz pingelig. Im Garten. Ne? Ist halt hier muss der Garten ordentlich aussehen. Alle ordentliche Gärten. Ja. Dann lässt dann die Leute dann immer, wenn einer ist, der keinen ordentlichen Garten hat. Ordentlicher Garten, das ist hier. Muss ich auch noch machen.
weiß gar nicht, wie spät geht das eigentlich los am Morgen bei Eurotier. Wie spät müssen wir denn da sein? Aber wir fahren da heute Abend schon hin, dann in ein Hotel, dann noch ein bisschen pennen und dann morgen früh, dann geht's los. Dazu. Bin da so auch noch nie gewesen bei Eurotier. Naja, also jetzt in Real Life fahren wir dann morgen von der Berufsschule aus hier, nach Eurotier, ne? Das ist ja jetzt nur hier Spiel, ne? Aber in echt fahren wir da auch nach Eurotier, von der Berufsschule aus. Dann ist ja immer ein Jahr Agritechnica und dann ein anderes Jahr ist dann wieder Eurotier. Ne, so ist das. Ja. Aber Eurotier ist ja auch mehr so mit Tieren. Agritechnica sind ja mehr so die dicken Träger und der ganze Kram. Und Eurotier ist ja mehr hier auch so für die Tiere hier unserer Gegend so, ne? Das ist ja passend dann auch. Ne? Gucken wir mal wieder morgen. Ich mach da morgen auch noch mal ein kleines Video, wenn ich dann bei Eurotier bin. Ne? In Eurotier. Ja. So, jetzt haben wir es fertig hier. Oh, dann gucke ich gleich mal, wie weit William da jetzt ist mit dem Drescher. Ob er natürlich wieder in Gang kriegt. Oder ob er zum Händler muss. So, einklappen den Krams. Und dann sind wir hier fertig. Dann war es das jetzt auch erstmal mit dieser Folge hier. Dann weiß ich in der nächsten Folge, was wir dann machen. Beim Pressen wahrscheinlich. Wenn das mit der Beinpresse klappt. Ja, gucken wir mal. So, da war es dann jetzt erstmal. Ne? Nächste Folge müssen wir gucken, sonst machen wir was anderes. Ne? Hier in Spider müssen wir ja auch noch mal drüber hergehen und den ganzen Krams. Also irgendwas finden wir wohl. Ja, so. So, da war es dann jetzt erstmal. Ne? Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.